Yes! 60 Abos! Und als Abo-Special gibt es heute eine neue Version des Blackstone-Hauses. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einige Dinge, die ich ankündigen möchte. Zum einen, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gibt es ein neues Kanaldesign. Ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt einfach mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das heißt, es gibt ein neues Intro, es gibt ein neues Outro, es gibt einen neuen Kanalbanner, es gibt ein neues Icon, es gibt einen neuen Nice-Daumen. Und das war's eigentlich auch schon. Außerdem könnt ihr euch jetzt die neue Version des Blackstone-Hauses auch selbst einmal anschauen. Der Download-Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und weil jetzt diese neue Version draußen ist, befinde ich mich hier gerade in der alten Version, und zwar der Version 0.2. Die rausgekommen ist, das ist jetzt die Version 0.3. Und ich möchte euch heute einfach mal die Version 0.2 vorstellen, weil diese sowieso schon geoutdated ist, das heißt, damit spoilere ich eigentlich niemanden mehr. Die Version 0.3 möchte ich euch jetzt nicht in einem Video zeigen, denn die sollt ihr euch selbst anschauen. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch gleich einfach mal an. Zuallererst habe ich hier am Spawn der Welt einmal eine ganz kurze Übersicht hingesetzt, was ich so alles gebaut habe, in welchem Jahr. Die ist in der Version 0.3 nicht mehr mit dabei, weil es einfach so viel geworden ist, dass ich den Überblick verloren habe, was ich wann gebaut habe. Dafür gibt es jetzt in der 0.3 Easter Eggs zu finden. Die gibt es hier noch nicht. Hier sieht man dann einmal eine Kiste mit Werbung und einem Dankeschön an Janis fürs Playtesten der Welt. Und natürlich eine Kiste mit allem Wichtigen, was man so braucht. Wir haben ein Buch, bitte lesen, die Admin Keycard, Emeralds und den Blackstone Dust als Dekoration. Das war ja früher und ist heute immer noch mein Kanal-Icon und deswegen habe ich den einfach mal mit in diese Welt reingebracht, aber der kann nichts, deswegen lassen wir den einfach mal hier liegen. Die Admin Keycard brauchen wir, um in private Bereiche des Hauses reinzukommen, in Bereiche, in die nicht jeder rein soll. Die Emeralds brauchen wir als Währung zum Bezahlen, zum Beispiel für das Hotel oder für das Schwimmbad. Im Bitte-Lesen-Buch habe ich einige allgemeine Informationen über die Welt festgehalten. Ich lese das Ganze einfach mal vor. Jo, was geht und herzlich willkommen im Blackstone House. Diese Map habe ich seit 2018 komplett selbst gebaut und bin noch lange nicht fertig, trotzdem gibt es schon viele komplexe Redstone-Schaltungen zu entdecken. Im linken Flügel des Hauses befindet sich das Hotel Berglick. Hier habe ich ein B vergessen, egal, das Hotel heißt Berglick, das ist natürlich kein Tippfehler, das muss so sein. Im Rechten findest du das Treppenhaus, welches dich zum Schwimmbad, Wolkengarten, Lager und zu den Farmen führt. Die Benutzung aller Redstone-Schaltungen ist selbsterklärend. Die Spieldauer beträgt 30 bis 45 Minuten, wenn du dir alles in Ruhe anschaust. Dunkle Bereiche des Blackstone-Hauses sind mit Absicht nicht beleuchtet, also nicht wundern. Bitte schalte die Sounds und Wolken ein, damit du die Notenblöcke hörst und den Wolkengarten genießen kannst. Alles, was du sonst noch brauchst, sind Emeralds als Währung und den Admin-Schlüssel. Vielen Dank an Digio Minecraft für die Lagertechnik und iOSA100 für die Farmen und ganz persönlichen Dank an meinen Kumpel Janis fürs Playtesten des Blackstone-Hauses. Und nun viel Spaß beim Erkunden. Blackstone Gangster. Und auf der Rückseite natürlich noch einmal Werbung. Schließlich, was wäre die Welt ohne Werbung? Ohne Werbung geht natürlich gar nichts mehr, deswegen musste ich mich da an diese Form auch halten und selbst auch Werbung einbauen, sonst würde das einem ja auch komisch vorkommen, so eine Welt,
die jemand nur so als Spaß gebaut hat und ganz ohne Werbung, das, dem würde keiner vertrauen, deswegen musste ich da auch nochmal ein bisschen Werbung einbauen. Noch einmal hierzu, das Lager von The Joe Minecraft ist natürlich das DMS bzw. IMS Lager, was ich benutzt habe, und die Farmen, das waren viele verschiedene, von denen ich einige von iOS 100 inspiriert habe bzw. einfach 1:1 nachgebaut habe. Die meisten Farmen habe ich selber designt, aber bei manchen, da hatte ich dann einfach keinen Bock, die habe ich dann einfach aus Tutorials abgebaut. Wenn wir zum Eingang der Welt kommen, finden wir noch einmal einen Hinweis, dass wenn es laggt, dass man dann die Partikel ausschalten soll. Die habe ich bereits auf Minimal, das ist gut. Und wenn die Lampe an ist, kann man den Admin-Schlüssel einlegen, um das Tor zu öffnen. Wenn die Lampe aus ist und man dann den Admin-Schlüssel einlegt, passiert einfach gar nichts. Wann die Lampe an und wann die Lampe aus ist, lässt sich in den Toreinstellungen ändern. Und ich würde sagen, die schauen wir uns doch gleich zu Beginn einmal an. Vorher natürlich professionell Licht einschalten. Dadurch wird sowohl das Licht in diesem Eingangsraum sowie in der Hauptlobby eingeschaltet. Das Ganze dauert ein bisschen, weil die Welt auf meinem Computer ziemlich laggt, aber das stört ja nicht wirklich, dass das Licht lange braucht, um sich einzuschalten. Gehen wir doch gleich einmal in die Torsteuerung rein. Hier unten finden wir auch schon die Einstellungen, mit der sich einstellen lassen kann, wann das Tor geöffnet werden soll. Aktuell ist es auf Tor für Admins öffnen eingestellt. Das bedeutet, die Lampe oben leuchtet und wenn man den Admin-Schlüssel einlegt, geht das Tor auf. Wenn wir das ausschalten und man jetzt den Admin-Schlüssel einlegt, passiert einfach gar nichts. Die zweite Option ist Tor bei Tag öffnen. Was das macht, muss ich glaube ich gar nicht erklären. Natürlich kann man auch beide Optionen miteinander kombinieren, dass das Tor bei Tag immer auf ist und bei Nachts dann nur für Admins aufgeht. Oder wir sagen, jeder darf rein, wir machen das Tor immer auf. Man kann natürlich auch alle drei Sachen gleichzeitig einschalten, das bringt aber nichts. Und hier kann man das Tor einmal kurz für 40 Sekunden öffnen, falls wir zum Beispiel die Einstellung auf Tor bei Tag öffnen eingestellt haben. Jetzt ist es Nacht und ich will das Blackstone Haus verlassen oder ich will jemanden reinlassen. Dann kann ich hier natürlich, wenn ich bei dieser kleinen Kontrolltür die Admin Keycard vorgezeigt habe, in den Kontrollraum gehen und hier dann anklicken, ich will raus oder lasse jemanden rein. Dann geht das Tor jetzt für 40 Sekunden auf. Und jemand wird reingelassen. Aktuell geht das Tor gerade nicht auf, weil die Torsteuerung nicht reagiert, wenn man häufig die Einstellungen ändert. Also wenn ich jetzt mehrmals etwas an den Einstellungen ändere, dann blockiert sich die Torsteuerung und macht erstmal gar nichts mehr für die nächsten 40 Sekunden. Das habe ich ein bisschen schlecht designt, das stimmt, das habe ich mittlerweile aber wieder behoben, dass das immer reagiert, wenn man etwas einstellt. Theoretisch müsste ich jetzt warten ein paar Sekunden und dann könnte ich erst auf Tor für 40 Sekunden öffnen klicken und erst dann würde das Tor aufgehen. Deswegen ist das hier zurzeit noch so ein bisschen blöd, aber mittlerweile in der neuen Version, in der Version 0.3, habe ich das Ganze dann behoben. Gehen wir doch als nächstes mal in den Bereich noch im Bau. In diesem Bereich, wie gesagt, der ist noch im Bau, aber wir finden hier schon mal ein paar schicke kleine Mini-Lifts, von denen sich immer einer im Erdgeschoss befindet und der andere im Kellergeschoss 2. Hier geht es dann natürlich wieder zur Haupthauslobby. Mittlerweile ist hier ein Hafen entstanden. Also im Kellergeschoss 2 ist ein Hafen entstanden
Zum jetzigen Zeitpunkt führen die Lifts einfach nur in einen leeren Raum. Neben den Hafen soll dann später auch noch eine U-Bahn kommen. Diese zu bauen, für die habe ich bislang immer noch keine Zeit gefunden. Aktuell braucht man die U-Bahn ja auch nicht wirklich, denn wir haben halt nur dieses Haus. Bis auf das Haus gibt's in der Welt noch nicht viel, deswegen würde ein U-Bahn-Anschluss zurzeit eh noch nichts bringen. Aber wenn dann irgendwann mal dieses Haus voll ist und ich noch weitere Gebäude anknüpfen möchte, dann kann ich das über diese U-Bahn machen, die zurzeit noch in der Planung ist. Da sind wir unten angekommen. Ich drücke schon mal wieder auf Lift starten, damit die Steuerung sich schon mal wieder darauf vorbereiten kann, den Aufzug wieder nach oben zu schicken. Und ihr seht, in dem Raum hier ist absolut gar nichts. Deswegen fahren wir auch gleich wieder mal nach oben. Da bin ich gerade durch den Boden der Kabine geglitscht. Und ich glaube, daran sieht man auch, wie stark mein Computer mit dieser Welt struggelt. Da sind wir oben angekommen. Die Tür geht auf und wir können den Aufzug wieder verlassen. Das hier waren übrigens die allerersten Aufzüge, die ich in diesem Haus gebaut habe oder die ich generell in dieser Welt gebaut habe. Die hier sind noch von Ende 2018. Mittlerweile in der Version 0.3 habe ich die Steuerung der Aufzüge nochmal umgebaut. Die sind jetzt minimal zeiteffizienter, die brauchen nicht mehr so ewig, bis sie losfahren, und nachdem sie angekommen sind, brauchen sie auch nicht mehr so ewig, bis sie dann die Türen öffnen. Und die Steuerung ist hauptsächlich aber kompakter geworden. Das war mir sehr wichtig, weil ich den Technikplatz wirklich gut gebrauchen konnte. In der Lobby sehen wir auch schöne Lampen im Boden, sowie einen Kronleuchter und Dekorationselemente an den Wänden. Und natürlich hier ein paar Rosen, Dschungelbäume, ein Zugang in die Aufzuglobby, ein Zugang ins Hotel und ein Zugang in den Hintergarten, der sich so nennt, weil er sich hinter dem Haus befindet. Von außen ist das Haus nicht besonders schön, da muss ich dann vielleicht nochmal mich ein paar sehr viele Stunden dran setzen, um zu gucken, ob ich das irgendwie schöner kriege. Aber zurzeit ist das Haus ja auch noch im Bau, wenn ich jetzt was schön bauen würde, würde ich das dann später sowieso wieder abreißen, weil das an irgendeiner Stelle nicht aufgehen mit Technikplatz und sowas. Deswegen, das schön bauen wird wahrscheinlich erst ganz zum Schluss kommen. Hier haben wir einen kleinen Balkon, wo wir runter gucken können auf das Meer und auf diese interessante Felsformation. Einen kleinen Grill bzw. Picknickplatz. Und für den Grillplatz der eigentliche Grill, der sich hier unten befindet. Gehen wir dann doch einmal wieder zurück rein in das Gebäude. Und es wird schon dunkel. Deswegen holen wir uns auch gleich einmal ein Zimmer im Hotel. Und zwar im Hotel Bergblick, wie sich das so schön nennt. Wie ich jetzt auch dank The Joecraft festgestellt habe. Ich hatte hier nämlich einen kleinen Rechtschreibfehler drin. Ich hatte hier Bergblick stehen, aber tatsächlich schreibt sich das Bergblick. Das tut mir natürlich extrem leid, möchte ich mich einmal für entschuldigen, meine Deutschkenntnisse. Wie man ja hier sieht, sind doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Diesen Rechtschreibfehler habe ich natürlich auch in der Version 0.3 korrigiert. Hier auf der rechten Seite können wir uns im Check-in ein Zimmer mieten. Hier haben wir einmal eine kleine Übersicht über die Zimmerpreise. Es gibt ein kleines Zimmer für ein bis zwei Personen für 3 Smaragde plus einen Smaragdpfand oder ein großes Zimmer für 3 Personen für 4 Smaragde und einen Smaragdpfand.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und wenn die Lampen leuchten, dann sind noch Zimmer frei. Wenn diese aus sind, sind keine Zimmer mehr frei. An dieser Stelle kann man dann den Zimmerschlüssel entgegennehmen und um diesen entgegennehmen zu können, müssen wir, wie dort oben schön auf der To-Do-Anzeige steht, erstens Smaragde einwerfen. Ich bin alleine, deswegen reicht für mich ein kleines Zimmer. Das kostet 3 Smaragde und einen Smaragdpfand. Jetzt werden die Smaragde gezählt. Das dauert einen kleinen Moment. Das sollten wir hier auch gleich sehen, dass die Smaragde jetzt angefangen werden, gezählt zu werden. Und während die Smaragde gezählt werden, begeben wir uns doch einmal in die Ruhezone. Hier haben wir ein paar Tische, wo man sich hinsetzen kann und warten kann, während die Rezeption die Smaragde zählt. Aktuell, ups, jetzt habe ich aus Versehen was kaputt gemacht, das wollte ich natürlich nicht. Aktuell funktioniert die Rezeption noch mit Command-Blöcken, und zwar das Zählen, wie viele Zimmer noch frei sind, das ist mit Command-Blöcken umgesetzt. Dieses Feature habe ich allerdings removed in der Version 0.3, denn zu sagen, diese Rezeption-Schaltung ist mit Command-Blöcken gemacht, klingt ein bisschen blöd und ich glaube eh nicht, dass jemals alle Zimmer voll werden würden, deswegen habe ich hier die Lampen einfach abgebaut und somit das Hotel in ein nur Redstone-Hotel umgewandelt, sodass jetzt hier überhaupt keine Command-Blöcke mehr verwendet werden. Auf dieser Seite haben wir dann noch ein kleines Wasserspiel, schalten wir das doch einmal ein. Das dauert einen kleinen Moment, bis das eingeschaltet ist. Und in dieser Zeit lesen wir uns die Hotelinfo durch. Hier ist nochmal die Zimmerpreise. Hier ist nochmal die Zimmerpreise. Mein Deutsch richtig on point. Im Standardzimmer befindet sich ein Wohn- und Schlafraum sowie ein Bad. Im großen Zimmer befindet sich getrennt ein Wohnraum und ein Schlafraum und ein großes Bad. Der Hotelbesuch darf beliebig lang sein, solange der Zimmerschlüssel bis zum Auschecken nicht verloren wurde. Und jeder Hotelgast kann mit seinem Zimmerschlüssel das Schwimmbad in K1 kostenlos benutzen. Mittlerweile hat sich die Wasserwand auch eingeschaltet. Die schaltet sich jetzt alle paar Sekunden einmal aus und dann wieder an, sodass so ein kleiner Springbrunnen-Effekt entsteht. Ich schalte diese jetzt aber einmal komplett wieder aus, denn die brauche ich nicht mehr. Jetzt gehen wir ja eh in unser Zimmer, von daher brauchen wir die nicht mehr. Um in unser Zimmer zu gelangen, müssen wir hier bei den Aufzügen einmal unser Zimmerschlüssel vorzeigen. Dieser wird jetzt kontrolliert, in welcher Etage sich unser Zimmer befindet. Dann bekommen wir gleich unseren Zimmerschlüssel wieder. Das Ganze dauert einen kleinen Moment. Okay. Ich dachte schon, das, was ich gebaut habe, funktioniert jetzt nicht mehr. Aber das stimmt schon, hier das System, das braucht echt übertrieben lange. Das muss ich unbedingt mal umbauen, dass das schneller geht. Ja, damit wurde der Zimmerschlüssel erfolgreich kontrolliert. Wir können ihn entgegennehmen. Jetzt müssen wir einen kurzen Moment warten. Das hat sich aber schon erledigt, weil bereits ein Aufzug frei ist. Wenn beide Aufzüge gerade benutzt werden, dann müssen wir einen kurzen Moment warten, bis ein Aufzug frei ist. Und jetzt bekommen wir gesagt, wir sollen in Aufzug A einsteigen. Dann machen wir das Ganze doch auch gleich einmal. Aufzug A wird jetzt gleich automatisch in die richtige Etage fahren. Wenn Aufzug A dann weg ist und ich dann nochmal in mein Zimmer fahren möchte oder dann ein anderer Hotelgast kommt und in sein Zimmer fahren möchte, dann wird natürlich Aufzug B dem Ruf zugeteilt. Und wenn gerade beide Aufzüge unterwegs sind, dann leuchtet erst einmal gar keine Lampe und man muss warten, bis wieder ein Aufzug frei ist.
Das System ist natürlich sehr ineffizient, deswegen möchte ich das auch noch einmal umbauen, dass die Aufzüge nicht immer nur einen Gast gleichzeitig bedienen können, sondern mehrere Rufe gleichzeitig annehmen können, sowie die Hauptaufzüge. Aber das muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, das hier ist ebenfalls ein sehr alter Aufzug. Damals konnte ich noch nicht so gut programmieren und dementsprechend braucht er auch ewig für alles und ist auch nicht besonders effizient. Gehen wir dann doch gleich einmal zu unserem Zimmer 15. Hier durch diesen langen Gang. Hier sind wir dann auf diesem Plattform-Dingensis gelandet, wo man eben runter gucken kann in die Lobby und einen schönen Blick auf den Kronleuchter hat. Wir müssen aber noch ein Stückchen weiter. Unser Zimmer ist ganz am Ende des Ganges, noch hinter diesem kleinen Erholungsbereich. Hier hinten. Hier müssen wir natürlich auch wieder den Zimmerschlüssel vorzeigen. Dieser wird kontrolliert. Wir bekommen ihn wieder und die Tür öffnet sich automatisch. Schalten wir doch gleich einmal das Licht ein und wir sehen, wir haben ein schönes, zwar kleines, aber trotzdem ein schönes Zimmer. Mit einer Schlafecke, einem Doppelschrank mit Rüstungsstände und Kisten, in denen wir Gegenstände ablegen können, so wie das Kisten eben nun mal so an sich haben. Crafting Table Ofen, das was man eben so braucht. Und einer Schallplattenecke, wo man Musik auflegen kann. Natürlich dann hier wieder einen Fernseher und einen kleinen Tisch sowie ein Badezimmer mit Toilette, Klopapier, Waschbecken, natürlich auch hier mit Papierhandtüchern, die wir wieder zurück in den Müll legen können und einer Dusche. Ach so, ja, nicht zu vergessen, Handtücher. Die Musik nervt doch ein bisschen, die schalte ich mal lieber aus. Und hier draußen, einem etwas verschneiten und etwas verregneten Balkon. Legen wir uns doch einmal schlafen, denn es ist schon ganz schön spät geworden. Damit wir morgen wieder fit sind, um den Wolkengarten zu erkunden. Da sind wir wieder aufgewacht, in der Zimmerpflanze gelandet. Die andere Seite wäre dann wahrscheinlich auf dem Bett-Nachttisch gelandet. Und wir begeben uns, nachdem wir das Licht ausgemacht haben, einmal wieder runter in die Rezeption, damit wir uns den Wolkengarten anschauen können. Es ist jetzt wieder früh am Morgen. Die Sonne lacht oder auch nicht, weil es immer noch regnet und schneit. Hier im Boden finden wir natürlich auch ein paar dekorative Lampen, die ich einbauen musste, weil es sonst überall zu dunkel gewesen wäre. Wir rufen mal wieder die Aufzüge und fahren damit runter in die Rezeption. Jetzt sollte wahrscheinlich wieder Lift A kommen, weil der ja wieder nichts zu tun hat. Wenn die Aufzüge nichts zu tun haben, fahren sie wieder runter in die Rezeption und warten dort auf weitere Rufe.
Deswegen musste der jetzt erst gerade eben wieder hochfahren. Die Lampe leuchtet, weil er angekommen ist. Der Ruf hat sich gecancelt. Wir können eintreten. Und er wird gleich wieder runter in die Lobby fahren. Und durch diese Ecke hat man übrigens einen sehr schönen Ausblick in die Technik des Ganzen. Und wir sind unten angekommen. Jetzt brauche natürlich wieder, bis er die Tür öffnet, was echt nervig ist. Na los. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so ewig gedauert hat. Okay, da ist die Tür endlich offen. Und wir begeben uns wieder raus aus dem Hotel. Es gibt hier übrigens einen zweiten Ausgang. Ich weiß nicht genau, warum ich den gebaut habe. Ich glaube, ursprünglich war geplant, dass diese beiden Räume nicht direkt miteinander verbunden sind. Aber sind sie jetzt doch und damit macht dieser Ausgang nicht wirklich mehr Sinn. Aber ich hatte keinen Bock, den abzureißen und er schadet ja auch nicht. Deswegen habe ich den da einfach gelassen. Auf dem Weg zur Hauptaufzuglobby kommen wir hier an einem schönen Springbrunnen vorbei, der sich einschaltet, sobald sich ein Spieler in der Nähe befindet. Und hier haben wir eine kleine Erholungsecke. Angekommen in der Aufzuglobby gehen wir natürlich erst einmal zu der Etagenübersicht, um uns zu informieren, wo sich der Wolkengarten befindet. Und hier sehen wir, dass sich der Wolkengarten in Etage 3 befindet. Um dorthin zu kommen, benutzen wir die Hauptaufzüge. Diese halten in allen drei Etagen, also Kellergeschoss 3, Erdgeschoss, Etage 3, Etage 6, Etage 9 und Etage 12. Der linke Aufzug fährt, wenn er 5 Minuten lang nicht benutzt wird, immer ganz nach unten. Der rechte Aufzug fährt, wenn er 5 Minuten lang nicht benutzt wird, immer ganz nach oben. Wer das Video Schalke Aufzugtechnik erklärt gesehen hat, wird wissen warum. Das liegt daran, dass der linke Aufzug immer Rufe aus der unteren Gebäudehälfte annimmt, da die Leute aus der unteren Gebäudehälfte wahrscheinlich nach oben wollen und der rechte immer Rufe aus der oberen Gebäudehälfte annimmt, da Leute aus der oberen Gebäudehälfte wahrscheinlich nach unten wollen und somit ein sehr schöner Passagierflow entsteht. Einen Spezialaufzug gibt es hier drüben auch noch einmal, der nur im Erdgeschoss und in K5 in der Etage des Hauptlagers hält. Da bimmelt der Aufzug, die Fahrtrichtung wird angezeigt, er entschleunigt, hält an und öffnet die Tür. Wir wählen einmal Etage 3 aus. Das dauert ein bisschen, weil der Aufzug noch zusätzlichen Lag zu dieser sowieso schon laggenden Welt hinzufügt. Etage 3 ist ausgewählt. Wir nehmen Platz. Denn wenn man nicht Platz nimmt, fliegt man durch den Boden der Kabine durch. Und gleich sollte es losgehen. Aus irgendeinem Grund regnet es hier im Aufzugsschacht auch. Also eigentlich nicht aus irgendeinem Grund, ich kenne den Grund. Und zwar habe ich kein Dach auf den Aufzugsschacht gebaut. Und deswegen regnet es. Hätte ich vielleicht doch lieber machen sollen. Falls ihr auch so einen Aufzug haben wollt, ich habe dazu schon mal ein Tutorial gemacht, das werde ich euch hier rechts oben auf dem kleinen i verlinken. Schön designt ist er natürlich auch hier mit den Sea Lanterns,
mit der, ja okay, die Knöpfe sind jetzt nicht wirklich zum Design da, die sind eigentlich nur dafür da, damit man eine Etage auswählen kann. Und auf der linken Seite überhaupt nicht designerisch eine Wand. Er beginnt die Türen zu schließen und wir machen uns auf den Weg hoch in den dritten Stock. Falls ihr euch fragt, warum das so lange dauert, dieser Aufzug fährt zwar 10 Blöcke pro Sekunde, allerdings sind die Etagen in diesem Gebäude ziemlich weit auseinander, deswegen dauert selbst die Fahrt nur 3 Etagen nach oben ziemlich lange. Und der Aufzug fährt natürlich auch nicht permanent mit der Höchstgeschwindigkeit, denn er ist schon kurz nachdem er diese erreicht hat, wieder am Entschleunigen. Wir sind oben angekommen und schauen uns doch auch gleich einmal den Wolkengarten an. Auch hier gehen die Lampen natürlich wieder an, sobald wir uns in deren Nähe befinden. Einmal hier durch den kleinen dunklen Gang durch und wir sind im Wolkengarten angekommen. Vielleicht hätte ich die Wolken einmal einschalten können, damit wir hier die Wolken tatsächlich sehen, denn ohne Wolken macht der Wolkengarten nicht wirklich Sinn. Und hier befinden wir uns schön in den Wolken drinnen. Hier mit einer kleinen Plattform, sodass man sich direkt in die Wolken stellen kann. Okay, die Wolke, die fliegt genau an mir vorbei. Wow, dann stelle ich mich halt hier hin. So bin ich immer noch voll in den Wolken drinnen. Einem kleinen, entspannenden Teich, See, Wasserfleck, was auch immer das ist. Und einer Bootsbahn. Wir drücken Start, setzen uns ins Boot rein. Das Boot fährt los und gleich kommt hinter uns ein neues Boot an dessen Stelle gefahren. Wir steuern auch gleich einmal durch die Bootsbahn durch. Das ist eine kleine, schöne, entspannende Bootsrunde. Außer natürlich, man macht das wie ich und rast hier einmal mit Fullspeed durch. Hier muss man aussteigen. Das Boot wird dann an einen Kaktus gebracht, zerstört und wieder zurück an den Start gebracht, damit hier immer genug Boote vorhanden sind. Insgesamt gibt es, glaube ich, 10 Boote im ganzen System. Das nächste Boot müsste hier auch schon auf dem Weg sein. Da wir gerade losgefahren sind, kommt jetzt natürlich ein neues Boot und fährt vor an den Platz, an dem das alte gerade war. Ich weiß auch gar nicht, warum ich in diesem System 10 Boote drin habe. Eigentlich hätten wahrscheinlich 2 gereicht. Dann gehen wir doch einmal wieder aus dem Wolkengarten raus und schauen uns als nächstes das Schwimmbad an. Das ist gut. Der linke Aufzug ist immer noch da. Er ist noch nicht wieder runter zurück ins Kellergeschoss 3 gefahren. Denn das macht er, wenn er 5 Minuten lang nicht benutzt wird. Das Schwimmbad befindet sich im Kellergeschoss 1, deswegen fahren wir einmal runter ins Erdgeschoss und wechseln dort auf die Treppe. Falls ihr euch fragt, warum halten die Aufzüge nur alle 3 Etagen, es hat einen sehr simplen Grund. Ich habe nur 6 Knöpfe in den Aufzug reingekriegt. Und auf geht's zurück nach unten. Wir sind angekommen, der Aufzug öffnet seine Türen natürlich auch, noch während er levelt, für maximale Zeiteffizienz. Und in die Etagenübersicht müssen wir eigentlich gar nicht mehr reingucken, wir wissen ja schon, dass das Schwimmbad sich in Kellergeschoss 1 befindet. Also ihr vielleicht nicht, aber ich weiß es, denn ich habe die Welt gebaut. Und in fast allen Etagen finden wir auch so eine Kiste, wo wir Items ins Lager senden können. Senden wir doch einfach mal einen
Emeraldino ins Lager. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Etage runter ins Kellergeschoss 1 laufen. Und hier sind wir im Schwimmbad angekommen. Auch hier kann man natürlich wieder Items ins Lager senden. In dieser Aufzüge halten die Etagen nicht. Und hier können wir uns an der Kasse zum Schwimmbad einreihen. Um Zutritt ins Schwimmbad zu kriegen, muss man entweder seine Zimmerschlüssel vorzeigen, denn für Hotelgäste ist der Schwimmbadbesuch kostenlos, oder einen Smaragd einwerfen. Jetzt wird der Zimmerschlüssel kontrolliert. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Wir bekommen ihn wieder und das Tor zum Schwimmbad öffnet sich. Auf geht's, hier links ins Schwimmbad. Natürlich schön mit Herrenumkleide, separiert von der Damenumkleide. Und hier können wir uns umziehen. Dafür gibt es hier die Umkleidekabinen. Einmal ganz kurz Badehose angezogen. Vielleicht hätte ich mir für dieses Video mein Schwimmbad-Skin mit raussuchen sollen. Hätte ich vielleicht dran denken können, habe ich jetzt leider nicht gemacht. Mache ich vielleicht ein anderes Mal nochmal. Wenn ich irgendwann die Version 0.3 vorstelle, muss ich da auf jeden Fall dran denken. Die Sachen, die kann man hier auf diesen Bänken sicher aufbewahren. Also nicht sicher, aber man kann sicher aufbewahren. Einmal nochmal kurz auf Toilette gehen. Hände waschen natürlich. Wieder schön mit Papierhandtüchern. Und natürlich nicht zu vergessen, einmal abduschen. Diese Duschen schalten sich nach 10 Sekunden automatisch aus. Das bedeutet, wenn wir fertig sind mit Duschen, können wir einfach weggehen. Und auf geht's ins Schwimmbad. Legen wir doch gleich einmal mit dem Whirlpool los. Das ist wahrscheinlich auch mein Lieblingsbereich vom ganzen Schwimmbad. Er ist so klein und trotzdem unglaublich lustig, weil man sich hier hochbouncen lassen kann von diesen Soul Sand Blöcken. Ich weiß nicht, warum ich das so toll finde, aber ich finde es einfach unglaublich lustig, sich von diesen Soul Sand Blöcken hochbouncen zu lassen. Auch der Whirlpool schaltet sich nach 10 Sekunden wieder automatisch aus. Hier haben wir dann Tische, falls man, keine Ahnung, im Schwimmbad was essen will, wie zum Beispiel Smaragde. Und ich habe gerade gehört, der Whirlpool hat sich wieder ausgeschaltet. Und ab hier gehen dann Liegen nach hinten. Hier finden wir dann das eigentliche Schwimmbecken. Natürlich auch hier wieder mit so einem kleinen Soul Sand Wassersprudel-Ding. Kennt man, glaube ich, aus jedem Schwimmbad in Real Life. Auch hiermit spiele ich sehr gerne rum. Und einem, was auch immer das ist. Ich frage mich auch jedes Mal, wenn ich sowas in Schwimmbädern in Real Life sehe, wozu diese Dinge eigentlich da sind. Man drückt auf einen Knopf und dann kommt da Wasser raus. Finde ich auf jeden Fall lustig. Und auch das schaltet sich natürlich wieder nach 10 Sekunden automatisch aus. Hier ist das Nichtschwimmerbecken zu Ende und es geht ins tiefe Becken rein. Also einmal Luft anhalten und auf geht die Tauchparty. Hier hinten natürlich wieder mit diesen Wasserfilterdingern, wofür auch immer die da sind, was auch immer die machen. Ich weiß gar nicht, was die machen, aber diese Löcher und Sprudeldinger, die man in jedem Schwimmbad findet, ich nehme an, die sind dafür da, um das Wasser zu reinigen. Und wie in jedem guten Schwimmbad findet man hier natürlich auch Sprungtürme.
Wir springen natürlich von dem hohen 3-Meter-Turm, wo extra nochmal ein bisschen Platz in die Decke eingelassen ist, damit man nach dem Sprung nicht direkt dagegen klatscht. Und einmal schön ins Becken gesprungen. Als nächstes geht es hier zur Wasserrutsche Black Eye, die man nur mit Boot benutzen darf. Es gibt auch eine Ampel, die sich auf Rot schaltet, sobald man losrutscht, und wieder auf Grün schaltet, wenn man unten angekommen ist. Und um diese zu benutzen, muss man natürlich mit dem Boot hier links, das einen Schwimmreifen darstellen soll, nach oben gehen, dort das Boot platzieren und wenn die Ampel grün wird, losfahren. Das Boot können wir natürlich nur im Survival Mode abbauen. Deswegen einmal ganz kurz mitgenommen hier. Jetzt wird hier natürlich auch wieder ein neues Boot gespawnt. Dauert einen kleinen Moment, damit man genug Zeit hat, das alte Boot mitzunehmen. Und da ist es. Hier sehen wir, die Ampel ist grün. Demnach Boot platzieren und auf geht's. Wenn wir losgefahren sind, wird die Ampel sofort rot. Okay, hat man jetzt nicht mehr gesehen. Ihr glaubt mir einfach, dass die Ampel rot geworden ist. Und ab hier soll man das Boot nicht mehr steuern. Da vorne, das kleine Stückchen, durfte man das Boot bewegen. Das Boot soll man hier nicht mehr steuern, damit man hier von diesem zweiten Tripwire detected wird, welches die Ampel wieder auf grün schaltet. Hier dann natürlich einmal aussteigen. Wobei man sich auch blöd anstellen kann, so wie ich das gerade getan habe. Empfehlen würde ich natürlich, sich nicht so blöd anzustellen. Und dieser leuchtende Teppich, unter dem sich Redstone-Erz befindet, das leuchtet ja, sobald man drüber läuft, führt einen dann wieder zurück in den normalen Bereich des Schwimmbads. Hier hinten haben wir auch nochmal ein kleines Entspannungsbecken. Sieht meiner Meinung nach sehr idyllisch aus. Hier kann man sich auch nochmal ein Boot holen, falls man in diesem Becken ein bisschen rumfahren möchte. Dieses Feature habe ich allerdings wieder in der Version 0.3 removed, denn für ein Entspannungsbecken gehört es sich meiner Meinung nach nicht, dass es da auch Leute gibt, die mit dem Boot rumfahren. Deswegen habe ich das jetzt in der neuen Version der Redstone-Welt wieder abgerissen. Das Boot natürlich wieder professionell zurückgeben. Und damit ist der schöne Tag im Schwimmbad auch vorbei. Aber es gibt natürlich auch noch viele weitere coole Sachen, die man in dieser Welt machen kann. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kann man hier natürlich wieder seine Sachen mitnehmen, sich in der Umkleide wieder bekleiden und das Schwimmbad verlassen. Die Lampen schalten sich wieder ein und wir gehen aus dem Schwimmbad raus. Das nächste, was wir uns anschauen werden, befindet sich in Kellergeschoss 4. Und zwar sind das die Farmen. Aktuell, hier gibt es nochmal eine Zone, die noch im Bau ist. Die schauen wir uns gleich auch noch an. Aktuell werden die Farmen noch nicht für viel benötigt. Allerdings gibt es jetzt in der Version 0.3 eine Mensa und ein Redstone-Rong. Dafür werden jetzt die Farmen gebraucht. In dieser Version sind die Farmen einfach nur zur Deko da, was anderes machen die noch nicht. Hier hinten gibt es nochmal einen kleinen Bereich, welcher sich noch im Bau befindet. Hier hinten soll dann nämlich auch nochmal eine kleine U-Bahn-Station hin. Hier finden wir Rolltreppen, wo ich so Stufen animiert habe mit Booten, die hier sich sehr langsam nach unten bewegen. In diese kann man sich natürlich auch reinsetzen, wenn man denn trifft. Zack, bringt einem aber nichts, sich in diese reinzusetzen.
weil man schneller ist, wenn man runterläuft. Wenn man nicht die Rolltreppen benutzen möchte, kann man natürlich auch hier wieder einen Aufzug benutzen, der eigentlich auch nur zur Deko da ist, denn auch hier geht es wieder deutlich schneller, Treppe zu laufen, als den Aufzug zu benutzen. Wir machen es natürlich trotzdem einmal, denn ich bin zu faul, um Treppe zu laufen. Wie man sieht, ist auch dieser Aufzug wahnsinnig schnell. Aber jetzt ist er zumindest schon mal losgefahren. Und da sehe ich doch schon die Etage. Und wir sind oben angekommen. Nach diesem kleinen Abstecher in den Bereich, aus dem später die U-Bahn entstehen soll, geht es zurück ins Treppenhaus und weiter nach unten, ins Kellergeschoss 4. Noch im Bau ist Kellergeschoss 3. Und hier unten finden wir Kellergeschoss 4. Hier geht es zu den Farmen. Und hierfür muss man mal wieder die Atmikika vorzeigen. Hier können wir beobachten, wie die Villager Brot farmen. Dieses Design ist von iOS 100. Das gleiche finden wir daneben noch einmal mit Kartoffeln, Karotten, rote Beete und, nee, Kakteen nicht. Kakteen können sich ja glücklicherweise automatisch farmen. Dieses Design habe ich mir auch, ob ihr es mir glaubt oder nicht, selber ausgedacht. Schließlich ist es nicht besonders schwer. Wir haben einfach nur Kakteen und wenn diese wachsen, ja, werden die von diesem Zaun hier instant zerstört. Probieren wir das gleich einmal aus. Kaktus wächst. Und zack, instant zerstört durch Zaun. Und die Kakteen fallen dann hier unten in diesen Wasserstrahl, welcher sie ins Lager befördert. Hier hinten haben wir dann nochmal eine einfache Weizenfarm. Dieses Design ist von Digital Minecraft. Hier eine Melonenfarm. Wie man die, ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Melonenfarm kennt man halt aus unzähligen YouTube-Videos. Das gleiche auch mit Pumpkin. Mit Pumpkins. Und hier hinten eine klassische Zuckerrohrfarm. Soweit zu den normalen Farmen. Jetzt kommen hier die etwas verrückteren Sachen, und zwar die Mobspawner-Farmen. Aber die sind auch erdenklich simpel. Mobspawner-Farmen finden wir hier mit Wither-Skeletons, mit Hexen, mit Skeletons, mit Zombies, mit Eisbären, mit Karniggeln, mit Schafen, mit Schweinen und mit Kühen. Ist Bedarf an Kuhfleisch im Lager vorhanden? Tun wir einfach mal so, als wäre das jetzt der Fall. Dafür einmal aus der Kiste das Steak entfernt. Jetzt werden die Kühe, die sich hier in diesem Gehege befinden, durch Wasser in die Lava hier hinten gedrückt. Bis das Ganze passiert, dauert es natürlich wieder einen kleinen Moment.
und zwar ab jetzt passiert ist. Dafür schaltet sich hier unten die Lava aus. Das Wasser geht an. Die Kühe werden hier unten zu den Trichtern befördert. Und wenn alle Kühe hier unten angekommen sind und vielleicht nicht schon durch Entity Cramming gestorben sind, schaltet sich das Wasser wieder aus und die Lava geht an. Und wir haben frisches Kuhfleisch, welches ins Lager gebracht wird. Und dieses schauen wir uns als nächstes an. Interessanter Lichtfehler. Und da ist er weg. Auf geht's also eine Etage runter ins Lager. Und da sind wir angekommen in K5. Was macht eigentlich der Crafting Table hier? Auch hier kann man wieder Items ins Lager schicken. Wobei das nicht viel bringt, denn das Lager ist direkt um die Ecke. Und zwar hier. Und da ist es. Das große Hauptlager. Mit genug Lagerplatz für... Ich hab's vergessen, wie viele Items. Falls sich einer von euch die Mühe machen will, die ganzen Kisten durchzuzählen und daraus zu berechnen, wie viel Lagerplatz wir hier haben, feel free. Fände ich auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Das Kuhfleisch, welches hier gerade durch diese Wasserstraßen angeliefert wurde, wird hier in Trichterstraßen übergegeben. Hier fliegt sogar gerade Kuhfleisch lang und Leder. Und wird dann hier von den Trichtern in die korrekte Kiste einsortiert. Das gleiche ist natürlich auch mit dem Emerald passiert, den wir vorhin hier reingeworfen haben, sowie den 4 Emeralds, welche wir vorhin im Hotel bezahlt haben. Die könnten wir uns hier einfach zurücknehmen, dann hätten wir wieder einen ganzen Stack Emeralds, aber wir wollen dem Gebäude ja nichts klauen. Deswegen legen wir die hier natürlich wieder zurück rein. Diese werden jetzt hier von diesem Item-Lift nach oben gebracht und hier wieder in die Emerald-Kiste einsortiert. Da kommen sie raus. Und hier hinten sollten wir jetzt sehen, also nicht, dass ich das Fleisch drehe, sondern dass hier wieder Fleisch in der Kiste drin gelandet ist. Wie man unterhalb des Lagers sieht, gibt es einen IMS-Anschluss. Beziehungsweise DMS, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich nenne es immer DMS, aber ich glaube, das heißt jetzt irgendwie IMS. Ich weiß auch gar nicht, was genau der Unterschied zwischen DMS und IMS ist. Auf jeden Fall habe ich mir das DMS-System von Digital Minecraft genommen, das ein bisschen kompakter gemacht, sodass eine Kiste jetzt nur noch 2 Blöcke Platz braucht. In seinem Design hat eine Kiste, glaube ich, 3 Blöcke Platz gebraucht. Aber das ist auch wirklich nur eine ganz minimale Veränderung gewesen. Falls ihr euch anschauen wollt, wie man so ein kompaktes IMS-Lager baut oder DMS-Lager baut, schaut es euch einfach hier an in der Welt. Wie gesagt, Download-Link dazu unten in der Videobeschreibung. Hier hinten finden wir dann den DMS-Anschluss an das Lager. Wir können ein Item einwerfen, den Knopf drücken und dieses Minecart fährt jetzt los, dieses Item aus dem Lager zu holen. Dafür fährt es zuerst einmal, wenn ich mir jetzt Night Vision gebe, in diesen kompakten IMS-Verteiler rein. Auch den habe ich nochmal ein bisschen kompakter gemacht. Digital Minecrafts IMS-Verteiler hat ursprünglich 5 Blöcke Platz pro Einheit gebraucht. Ich habe das aber auf 4 Blöcke runtergekriegt.
Dafür ist der hier nicht ganz so zeiteffizient wie der von The Joe Minecraft und der hier braucht ein bisschen länger, aber in diesem Gebäude kommt es mir eher auf den Platz an, denn ich gehe davon aus, dass die Welt noch ziemlich groß wird und mittlerweile sind ja auch in der Version 0.3 viel, viel mehr von diesen EMS-Anschlüssen schon belegt und deswegen glaube ich, werde ich bald nicht mehr genug Platz und nicht mehr genug EMS-Anschlüsse haben. Und ich bin froh, dass ich mich für dieses kompakte Design entschieden habe und dafür diese paar Sekunden an Zeit, die man jetzt länger warten muss, dafür geopfert habe. Das Minecart fährt jetzt durch das Lager durch, um zu der richtigen Kiste zu gelangen, wo das Deck drin ist, welches ich gerade eingeworfen habe. Falls ihr genau wissen wollt, wie ein DMS-Lager funktioniert, werde ich euch hier rechts oben auf dem kleinen i einmal ein Video von Digital Minecraft dazu verlinken. Der hat dieses Design nämlich entwickelt und kennt sich deswegen deutlich besser damit aus als ich. Ich habe es mir nur genommen und kompakter gemacht. Hier sollte dann das Minecart die Kiste mit dem Steak drin finden. Jetzt belädt es sich mit Steak. Nicht aus dieser Kiste, aber aus dem Trichter unter der Kiste. Und nachdem es ungefähr anderthalb Stacks in sich reingeschluckt hat, fährt es dann wieder zurück. Na komm schon. Ah, da kommt es. Wir können uns auch einmal in das Minecart reinsetzen. Jetzt sehen wir alles aus Sicht des Minecarts. Das Leben als Minecart muss echt spannend sein. Ab und zu fährt man mal durch das Lager durch und die restliche Zeit steht man einfach nur rum. Steigen wir doch einmal wieder aus dem Minecart aus. Das Minecart fährt jetzt von oben in den Verteiler rein. Wird seinen Ausgang finden. Hat jetzt anderthalb Stacks Steak in sich drinne. Und fährt wieder zurück dahin, wo ich es losgeschickt habe. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist, sich das leckere Steak, welches man sich gerade bestellt hat, aus dem Minecart rauszunehmen. Und dieses Design ist dann zum Beispiel für das Redstone Rong sehr praktisch, denn man kann das Ganze natürlich auch automatisieren, dass über einen Trichter ein Item in das Minecart reingelegt wird und somit sich das Restaurant automatisch, wenn es kein Essen mehr hat, neues Essen hier unten aus dem Lager bestellen kann. Damit haben wir uns alles Sehenswerte angeschaut, was es in dieser Welt so gibt. Mittlerweile gibt es natürlich noch extrem viel mehr. Aber das hier ist ja nur die Version 0.2, welche ich euch gerade zeige. Und das war es auch schon, was es alles in der Version 0.2 zu sehen gibt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Zimmerschlüssel im Hotel zurückgeben, damit wir unseren Pfand zurückerhalten, denn den möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und damit hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr euch diese Welt selbst einmal anschauen wollt, wie gesagt, Download-Link dazu unten in der Videobeschreibung.
Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für 60 Abonnenten. Und mir fällt nichts mehr ein, was ich jetzt noch sagen kann. Wir werfen den Zimmerschlüssel beim Checkout ein, bekommen unser Pfand, welches wir am Anfang bezahlt haben, wieder zurück. Vielen, vielen Dank an jeden, der sich das Video bis zu dieser Stelle hier angeschaut hat. Na los, gib mir das Pfand. Und tschüss.